Bezirksstaatsanwältin dieser Stadt. Ich genieße in diesem Amt das Vertrauen der Öffentlichkeit und das werde ich nicht missbrauchen. Auch wenn du recht haben solltest, kann ich meine Pflichten nicht vergessen. Julia, ich weiß alles über die Pflichten einer Bezirksstaatsanwältin. Das kannst du mir glauben. Immerhin geht es um Kelly. Vergiss das bitte nicht. Wenn du Informationen hast, die Kelly schaden könnten, bist du ihr gegenüber verantwortlich. Das weiß ich selbst. Ich gebe ja zu, dass ich mich zerrissen fühle. Was soll ich deiner Meinung nach tun? Willst du das wirklich hören? Nein. Na schön, schon gut. Lassen wir vielleicht lieber das Persönliche beiseite. Das bringt uns auch nicht weiter. Du weißt womöglich etwas Wichtiges und du sagst es mir nicht. Das finde ich nicht gut. Ich will dir dazu nur eins sagen. Ich verrate dir rein gar nichts. Mach dir keine Illusion. Entschuldigen Sie. Was ist? Sehen Sie nicht gleich direkt hin. Julia sitzt gerade da mit Mason am Tisch. Na und? Ich wollte ihn davon überzeugen, dass ich ihn angelogen habe, was ihre neue Freundin betrifft. Aber Augusta ist auch bei ihm gewesen. Augusta? Ja. Wieso muss ich Augusta immer einmischen? Was haben Sie damit zu tun? Wieso müssen Sie sich da überhaupt reinhängen? Hey, ehrlich, ich habe kein Problem damit, dass Sie sich mit dieser Frau treffen. Ich habe es langsam satt, dass sich hier jeder, den ich kenne, ständig in meine Privatangelegenheiten einmischt. Dash, ich denke, dass Sie sich längst nicht so aufregen würden, wenn Sie nicht etwas zu verbergen hätten. Dann wären Sie nicht so wütend und aggressiv. Habe ich jetzt vielleicht den Nagel auf den Kopf getroffen? Ich habe 3 Entwürfe von Armonti mitgebracht. Willst du nicht kommen und sie dir ansehen? Wenn sie dir nicht gefallen, suchen wir was anderes aus. Ist Daddy da? Ja. Ach, Mama, du verstehst das sicher. Dann komme ich lieber nicht. Schatz, wir haben aber leider nicht mehr viel Zeit. Ich weiß. Vielleicht bringst du sie besser her. Oh, naja, gut. Ist gut. Bist du in der nächsten halben Stunde da? Ja. Na schön, ich komme gleich. Ich freue mich. Ach, warte, warte. Wie geht es dir eigentlich? Freust du dich auch richtig? Bist du schon aufgeregt? Ja. Gut, bis gleich. Wer ist da schon aufgeregt und freut sich? Deine Tochter Kelly. Sie geht mir aus dem Weg. Kannst du ihr das verübeln? Das kann ich, allerdings. Ich habe nur zu ihrem Besten gehandelt. Dieser Barr ist doch ein Gauner. Was hältst du davon, wenn wir essen gehen? Oh, dazu lasse ich mich glatt überreden. Ich führe dich an einen dunklen Ort, wo ich dann ein bisschen frech werde, wenn ich zu viel Champagner getrunken habe. Du kleiner Teufel. Oh, das sind meine zügellosen, angeborenen Instinkte, die da durchbrechen. Ich kann ehrlich gesagt überhaupt nichts dafür. Kannst du dich noch etwas gedulden? Meine Mom kommt gleich mit ein paar Hochzeitskleidern. Ich weiß nicht, ob ich meine wilden Instinkte noch so lange zügeln kann. Es dauert ja nicht mehr lange, dann hast du mich ein Leben lang für dich, mein Liebling. Und wie viel Zeit haben wir jetzt noch, bevor sie kommt? Eine halbe Stunde. Nutzen wir sie, ja? Entschuldige, es tut mir leid. Es sind nur die Nerven. Wir haben noch so viel für die Hochzeit vorzubereiten und nur noch so wenig Zeit. Oh, keine Sorge. Solange Braut und Bräutigam kommen, ist der Rest nicht so wichtig. Ja. Kelly, dass CC sich weigert, bei der Hochzeit dabei zu sein. Ich weiß, das belastet dich und ich wünschte, ich könnte etwas daran ändern. Aber was kann ich tun? Spar dir die Mühe. Mein Vater lässt sich nicht überzeugen. Aber ich will, dass er mich mag. Das würde alles viel leichter machen. Das kommt schon mit der Zeit. Wir haben aber nicht mehr viel Zeit. Nein, ich meine nach der Hochzeit. Ich weiß, dass das davor nichts wird. Ich hoffe doch. Ich finde es nämlich sehr wichtig, die Familie zusammenzuhalten. Ich war der Ansicht, dass sie ebenso darüber denkt. Ich weiß nicht, wie mein Vater denkt. Will er dir etwa den Tag verderben? Das will ich nicht hoffen. Lass das nicht zu. Ich will dich glücklich machen. Ich will dich auch glücklich machen. Weißt du was? Wir haben über so viele Dinge noch gar nicht gesprochen. Nein. Doch, natürlich. Da ist noch so vieles aus deiner Vergangenheit und deine Familie und all das, was dich zu dem gemacht hat, der du bist. Robert, ich möchte alles über dich wissen. Ich verstehe nicht, wieso sie mich nicht sehen will.
Vermutlich, weil sie Angst hat, dass ihr wieder streiten werdet. Wieso sollten wir streiten? Das fragst du noch? Du magst Robert nicht und du willst nicht, dass sie seine Frau wird. Wie soll denn eure Unterhaltung aussehen, ohne dass ihr streitet? Ich kann meine Meinung nicht ändern und den beiden einfach meinen Segen erteilen, weil ich weiß, dass diese Heirat ein Fehler ist. Sie ruiniert damit ihr Leben und ich kann das nicht tatenlos sie mit ansehen. Jetzt übertreib nicht. Wenn sie sich lieben, kann es durchaus gut sie gehen. Sie liebt ihn doch nicht. Sie liebt ihn nicht? Wie kannst du das sagen? Woher willst du es wissen? Also ich maße mir jedenfalls nicht an, anderen ihr Leben vorzuschreiben. In diesem Fall tue ich das und ihr werdet mir noch beide dafür dankbar sein. Verzeihung. Was ist denn, Rosa? Entschuldigen Sie bitte. Wann möchten Sie gern essen? Ach, Rosa, tut mir leid. Ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, dass ich zum Essen gar nicht hier bin. Ich bin bei Kelly. Du bleibst zum Essen dort? Das weiß ich noch nicht. Aber falls ja, wollte ich Rosa vorwarnen. Dann werden Sie also alleine. Es scheint so. Bitte, servieren Sie. Sophia, verzeihen Sie mir. Ich hoffe, Sie streiten sich nicht die ganze Zeit wegen dieser dummen Geschichte mit Ruben und mir. Ich möchte nicht, dass Sie darüber jetzt in Streit geraten. Nein, nein, da können Sie ganz beruhigt sein, wirklich. Bitte. Lassen Sie Vergangenes ruhen, so wie ich das tue. Wenn ich das nur könnte. Wenn Kelly das könnte. Und besonders Eden, aber wissen Sie, worüber wir auch immer zurzeit streiten? Es hat ganz sicher nichts mit Ihnen zu tun. Es scheint so, als würde unsere Familie irgendwie von der Vergangenheit eingeholt werden. Aber ich habe Hoffnung, dass wir das gemeinsam überstehen. Julia, ich kenne dich. Wenn du eine spezielle Information über Robert Barr hast, die dich mit deinen Pflichten als Staatsanwältin in Konflikt bringt, dann muss sich in deinem Inneren doch ein gewaltiger Kampf abspielen. Das werde ich weder bestätigen noch leugnen. Na schön, wie du willst. Ich hörte, wie du über eine Situation Vermutungen angestellt hast. Und ich weiß, dass es um meine Schwester ging. Oh, das glaubst du. Das kannst du nicht wissen. Jetzt hör mal zu. Gesetze muss man manchmal auch etwas flexibler handhaben können. Ich weiß, dass du dazu fähig bist. Du hast alle Grundsätze vernachlässigt, als du hinter Dash warst. Würdest du bitte aufhören, mir das vorzuwerfen? Ich weiß, dass es ein Fehler war, aber das war was Persönliches. Mir geht es auch um etwas Persönliches. Wenn wir über deine Schwester Kelly reden. Wen sonst? Du stellst nur Vermutungen an. Falsch. Liege ich mit meinen Vermutungen falsch? Lass mich in Ruhe. Weißt du, Julia, du kannst dich da nicht so einfach raushalten. Wenn du etwas weißt, das Kelly schaden könnte, dann... Könntest du das so einfach vor deinem Gewissen verantworten? Ich sagte, lass mich in Ruhe. Julia, denk mal bitte ernsthaft darüber nach. Du hast noch andere Verpflichtungen als nur deine beruflichen. Oder? Stecken Sie Ihre Nase nicht in meine Angelegenheiten. Ist das klar? Ich habe Ihnen nichts weiter zu sagen. Dash, es tut mir leid, dass ich darüber geredet habe, mit wem Sie sich treffen. Ich wollte Ihnen keinen Ärger machen. Gut, wieso tun Sie es dann? Ich weiß es wirklich nicht, aber ich würde es gern wieder gut machen. Doch das geht nur, wenn Sie mir sagen, was hier tatsächlich vor sich geht. Sie geben nie auf, was? Ich meine es doch nur gut. Ich will Ihnen ganz ehrlich nur helfen. Natürlich. Das mag schon richtig sein. Sie meinen es nur gut. Aber lassen Sie mich gefälligst in Ruhe, ja? Damit würden Sie mir nämlich am meisten helfen. Lassen Sie mich in Ruhe. Scheint dein Charme. Ist mal wieder bestechend, Herzchen. Alle fressen dir aus der Hand, was? Sieh mal einer an. Ist das nicht der zukünftige Bräutigam? Nein, wirklich. Es freut mich, dich zu sehen. Ich wollte dich nämlich etwas fragen. Offenbar ist bei der Post mal wieder so einiges schiefgelaufen. Ich habe noch keine Einladung zur Hochzeit bekommen. Nein, diese unfähigen Postboten. Tja, das wird dich hoffentlich nicht davon abhalten, mir ein Geschenk zu machen. Naja. Aber wenn du von mir ein Päckchen bekommst, vergiss nicht, es vorher vom Bombenkommando durchsuchen zu lassen. Das mache ich. Oh, Quinn, vergiss das doch mit dieser unseligen Hochzeit. Ich flehe dich an. Anscheinend halte ich dich davon ab, dich mal wieder zu betrinken, Flame. Immer herunter damit. Und lass es dir gut gehen. Ich trinke auf deinen Untergang. Was geht denn zwischen euch vor? Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen. Na gut.
Erstaunlich, Sie erzählen mir doch immer, dass Sie ihn nicht mehr sehen wollen, aber dann treffen Sie sich dauernd. Sie lachen miteinander und reden, das sieht richtig herzlich aus. Ich kann nichts dafür, dass er mir ständig folgt. Bitte glauben Sie mir, ich ermutige ihn wirklich nicht. Dasselbe passiert mir bei Katzen Beim und Welpen. Beim letzten Mal, als Quinn Kelly geheiratet hat, hatte sie einen Unfall. Sie wäre beinahe gestorben. Also, haben Sie sowas diesmal wieder vor? Wissen Sie was, ich bleibe nicht hier und höre mir das an. Nicht so schnell, Flake. Vorsicht, ihr Drink. Was geht hier vor? Ich werde Sie von jetzt an genau im Auge behalten. Verstanden? Ich finde, das ist nun wirklich eine dumme Zeitverschwendung. Ich bin nicht diejenige, von der Gefahr ausgeht. Nein. Wer denn? Ich kann Ihnen leider nichts Näheres dazu sagen. Er bringt mich um, vergessen Sie. Ja, so ein Jammer. Er hatte schon mal die Gelegenheit, Sie umzubringen und hat es nicht getan. Sie ahnen nicht, was er mit mir machen würde, wenn er auch nur wüsste, dass ich mit Ihnen rede. Vergessen Sie. Sagen Sie mir nur eins. Hat er schon einen bestimmten Plan? Bitte nicht. Drängen Sie mich nicht. Flame, ich lasse Sie nicht gehen, bevor Sie mir nicht mehr darüber sagen. Hat er nun etwas geplant oder nicht? Na schön. Sie wollen mich also dazu zwingen, diesen Schuft zu verraten. Ja, er hat etwas geplant. Kelly ist in Gefahr. Zeit für die Vorbereitung. Das ist mir egal. Je eher, desto besser. Jedenfalls, was mich angeht. Wirklich? Ich bin schon nervös, aber Robert beruhigt mich irgendwie. Meistens. Meistens? Oh, ja, meistens. Kelly, denkst du manchmal noch daran, was du mir mal erzählt hast? Dass dich Robert an Quinn erinnert? Ja, allerdings. Das macht dir wohl immer noch sehr zu schaffen. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Komm schon, sag's mir. Ich habe das Gefühl, dass ich Robert auf eine seltsame Art betrüge. Du meinst, wenn du an Quinn denkst? Mhm. Es ist doch kein Wunder, dass du ihn immer vor dir siehst. Ich finde die Ähnlichkeit zwischen den beiden wirklich verblüffend. Erst warst du Quinns Frau und jetzt heiratest du bald auch noch seinen Zwilling. Kelly, dein ganzes Leben ist voll Ähnlichkeiten, merkwürdigen Zufällen und Parallelen. Es ist doch vollkommen normal, dass dich das verwirrt. Sicher. Vertraue ruhig auf deinen Bruder, wenn dich vielleicht doch noch Zweifel quälen. Es ist noch nicht zu spät, du kannst die Hochzeit absagen. Das will ich nicht. Ich liebe Robert und ich werde diese Hochzeit ganz sicher nicht absagen. Das ist Mama mit den Kleidern. Hallo. Hallo, das sind Sie. Leg sie am besten auf den Tisch. Dann können wir es zusammen aussuchen. Mason? Sophia, die Modewelt kommt nach Santa Barbara. Du verbreitest Glanz in der Provinz. Natürlich möchte ich, dass meine Tochter das schönste Hochzeitskleid trägt. Ihr macht das schon. Leider muss ich euch beide jetzt verlassen. Ich muss noch ein paar Dinge überprüfen. Und über andere hinwegsehen. Wie meinst du das, über andere hinwegsehen? Ach, weißt du, wenn man ein Hotel leitet, gibt es immer Dinge, die man lieber gar nicht wissen möchte. Aber mach dir keine Sorgen. Gina hat die Hochzeitsvorbereitungen gut im Griff. Sie macht das ausgezeichnet. Gina? Sie soll die Hochzeit vorbereiten? Was? Mason, bitte. Bitte prüfe alles nach, was sie tut. Das muss ich nicht. Sie arbeitet sehr intensiv. Sie macht das mit viel Enthusiasmus. Wirklich, ihr Arbeitseifer ist geradezu beängstigend. Ich weiß gar nicht, wie ich sie bremsen soll. Augenblick mal, wieso sollte sich diese Frau so für Kellys Hochzeit begeistern? Das ist ihr Job. Ihr Job? Du hast sie angestellt? Wusstest du das nicht? Mir mag schon einiges entgangen sein. In letzter Zeit ist so viel passiert. Aber wieso in aller Welt hast du ausgerechnet Gina angestellt? Ach, wer weiß, möglicherweise der alten Zeiten wegen. Und um ihr Hoffnung für die Zukunft zu machen, ich will ihr eine Chance geben. Auch wenn viele Leute denken, dass das bei Gina zwecklos ist, hat sie eine Chance verdient. Macht's gut. Bis dann, Mason. Na dann mal los, sieh sie dir an. Wir können noch mehr besorgen, wenn sie dir nicht gefallen. Hier, das gefällt mir am besten. Na, was meinst du? Nein, das will ich nicht. Das will ich nicht. Das nehme ich nicht. Schon gut, schon gut. Was hältst du von den anderen Kleidern? Ich will gar keins. Mama, ich will einfach kein aufwendiges Hochzeitskleid. Ich will ein möglichst schlichtes Kleid. Einfach schmucklos. Ein Cocktailkleid vielleicht. Und auf keinen Fall will ich es in weiß. Na gut, ich besorg dir, was du willst. Es tut mir leid. Bitte entschuldige, dass ich so verärgert bin. Nein, du brauchst dich nicht zu entschuldigen.
Es ist nur so, alles an dieser bevorstehenden Hochzeit erinnert mich an die mit Quinn. Sogar Daddys Einwände dagegen. Und ich möchte, dass diese anders wird. Ich möchte, dass die Feier total anders wird. Julia, hören Sie sich das an. Flame sagt, sie hätte Informationen darüber, was unser Freund für Pläne schmiedet. Wirklich? Was sind für Pläne? Naja. Er hat mich angesprochen und mich gefragt, ob ich ihm vielleicht noch mal bei seinem neuen Vorhaben behilflich sein würde. Ich weiß auch nicht. Er hat nur gesagt, dass er diesmal zu Ende führen wolle, was er beim letzten Mal nicht ganz geschafft hat. Ich kann mir nur denken, dass er Kelly damit gemeint hat. Moment mal. Sie sagten doch, Kelly wäre in Gefahr. Das glaube ich schon. Es wäre doch immerhin möglich. Ach ja? Das hört sich jetzt ganz anders an. Lügen Sie mich etwa an? Oh, Craig, ich lüge Sie nicht an. Was hat er denn nun genau gesagt? Hat er irgendwas geplant? Keine Ahnung. Er war sehr vorsichtig. Er war sehr darauf bedacht, nicht ins Detail zu gehen. Er hat mir nur dieses Angebot unterbreitet. Es war wohl mehr ein Vorschlag als alles andere. Er wollte mir offensichtlich keine näheren Einzelheiten verraten. Er hat nur gesagt, dass er etwas unternehmen wolle, doch er hat nicht gesagt, was das wäre. Er hatte wohl einige Bedenken, sich mir anzuvertrauen. Wer könnte ihm das verübeln? Sie brauchen gar nicht so komisch zu werden. Immerhin bin ich nur hier, um Ihnen einen großen Gefallen zu tun. Wofür wir auch sehr dankbar sind. Sagen Sie mal, glauben Sie denn, er plant das, was er vorhat, schon längere Zeit? Ich weiß nicht. Er hatte mir vor einiger Zeit schon solche Andeutungen gemacht, dass er irgendwas im Schilde führt. Julia, verstehen Sie doch. Ich will diesen Kerl endlich loswerden. Ich will, dass er endgültig aus meinem Leben verschwindet. Aber er lässt mich nicht in Ruhe. Ich glaube, er ist immer noch verrückt nach mir. Dann finde ich es doch sehr eigenartig, dass er Sie mit einer Waffe bedroht hat. Also ich halte ihn für ein verdammt schlaues Kerlchen. Er führt gern andere Leute auf eine falsche Fährte. Ich hätte Craig jetzt gerne kurz allein gesprochen. In Ordnung. Wiedersehen, Craig. Glauben Sie ihr das denn? Diese alberne Barbie-Puppe tickt doch nicht richtig und meistens redet sie nur Unsinn. Ich denke, das ist ein letzter Versuch von ihr, die Hochzeit zu verhindern. Schwer zu sagen, doch Quinn würde ich nicht über den Weg trauen. Ich fühle mal auf den Zahn. Wir finden bestimmt noch ein Kleid, das dir zusagt. Tut mir leid, dass ich so schwierig bin. Du bist nicht schwierig. Ich kann dich vollkommen verstehen. Und wenn du nicht glücklich bist, dann bin ich es auch nicht, mein Liebling. Ich wünschte vor allem, dass dein Vater zu deiner Hochzeit kommen würde und du nicht obendrein noch die ganzen blöden Familienstreitigkeiten am Hals hättest. Das wünsche ich mir genauso wie du. Mama, als ich neulich Eden gesehen und gesprochen habe, da... Ich weiß nicht, da lag plötzlich sowas in der Luft, so eine Spannung. Was hat sie gesagt? Es war nicht, was sie sagte, es war vielmehr ihr Ton. Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. Nein, das hast du nicht. Aber was hat sie denn? Ich dachte wirklich, sie unterstützt mich. Sie hat gesagt, dass sie mir alles Glück der Welt wünscht. Oh, sie möchte, das hat deine Schwester auch so gemeint, ehrlich. Und was bedrückt sie? Ja, doch es hat nicht das Geringste mit dir oder mit Robert zu tun. Was ist es dann? Es ist nichts, mein Liebling, worüber du dir Gedanken machen musst. Keine Sorge, sie kommt schon klar, du wirst sehen. Sie kommt schon klar. Da kann ich nichts weiter geben als mein Wort. Dann werde ich dir mal sagen, was ich dir gebe, wenn ich merke, dass du... Lass mich nicht an, lass mich gefälligst los. Was soll denn das? Hören Sie auf, lassen Sie mich... Ich will erst eine Erklärung von ihm. Dann hör jetzt mal gut zu. Ich habe nicht das Geringste mit Flame zu tun. Ich habe nichts mit ihr zusammen geplant. Ich habe auch nicht vor, Kelly etwas anzutun. Was du dir da einredest, entspringt doch nur deiner Fantasie. Das Einzige, was ich vorhabe, ist, Kelly glücklich zu machen. Und das wissen Sie auch, Julia. Denken Sie wirklich, dass Kelly glücklich werden kann, wenn alles herauskommt? Und das wird es. Irgendwann schon. Ich werde ihr die Wahrheit sagen und sie damit glücklich machen. Sie liebt Quinn. Sie spricht dauernd davon, wie sehr sie ihn geliebt hat. Und sie wird ihn wieder lieben. Das ist absolut hirnrissiges Wunschdenken. Was ist, wenn sie nicht so erfreut reagiert, wenn sie die Wahrheit... Jetzt hört mir beide mal zu. Ich werde es ihr sagen, aber ich tue das eben lieber auf meine Art und Weise, wenn ich es für angebracht halte. Keiner hat das Recht, sich da einzumischen. Lasst mich gefälligst in Ruhe. Es ist mein Leben und das geht niemandem etwas an. Mein Leben. Bitte lasst mich doch einfach in Ruhe mein Leben leben, okay? Ach ja, und wer lebt Kreis? Hey. Du bist ein elender Betrüger und Lügner. Wissen Sie was? Er ist drauf und dran, es ihr zu sagen. Und ich muss Ihnen eingestehen, dass ich ernsthaft in Betracht ziehe, dasselbe zu tun. Sie können gar nichts tun, Ihre Schweigepflicht. Erzählen Sie mir ja nichts über meine Verpflichtungen, klar? Ich habe zwei verschiedene. Die eine ist beruflich, die andere moralisch. Und ich werde entscheiden, welche hier Priorität hat. Es tut mir leid.
Sie haben sich Ihr Haus unvorsichtigerweise auf Sand gebaut. Bei dem kleinsten Knall wird es einstürzen. Sie leben gefährlich. Ich habe doch gar keine Wahl. Verstehen Sie das denn nicht? Mein Leben ist bedeutungslos. Ich habe nichts, wenn Kelly geht. Sie ist einfach alles für mich. Ich verstehe nur nicht, warum sich jemand wie Sie so leicht beeinflussen lässt. Sie müssen doch die Motive von Leuten wie Craig Hunt und Flame Beaufort durchschauen. Sie wissen doch, dass nichts außer Neid, Eifersucht und Rache dahinter steckt. Augenblick, lassen wir deren Motive vorerst mal beiseite. Hier geht es in erster Linie um Sie. Wie können Sie so sicher sein, dass Sie Kelly nicht schaden? Aber ich hatte nie die Absicht, Kelly etwas Schlimmes anzutun. Das war Flame, nicht ich. Sie hatten lediglich die Absicht, Kelly um ihr Geld zu bringen. Tja, ja, damals vielleicht. Heute ist mir ihr Geld vollkommen egal. Glauben Sie mir, Julia. Sehen Sie, ich wollte ihr das Geld abnehmen, bevor ich sie richtig kannte, bevor ich wusste, wie sie ist und mich in sie verliebte. Ich habe mich geändert. Ich würde so etwas niemandem mehr antun und schon gar nicht Kelly. Wenn das wirklich so wäre, würden Sie ihr die Wahrheit sagen? Das geht nicht. Das würde sie jetzt nur furchtbar verletzen. Ich werde es tun, wenn ich die Zeit für gekommen halte, wenn sie es besser aufnehmen kann. Wann soll das denn bitte schön sein? Unglaublich, da nimmt sie einen zweiten Anlauf, Robert zu heiraten und gerät zum zweiten Mal an den gleichen Betrüger. Hören Sie, ich mache mir nichts vor. Ich weiß, dass es nicht leicht wird, aber ich denke, sie liebt mich genug, um mir zu vergeben. Und eins schwöre ich Ihnen ernsthaft. Ich werde niemals etwas tun, was Kelly schadet oder wehtut. Ich weiß nicht, was ich Ihnen noch sagen soll, damit Sie mir das glauben. Ich fürchte, da gibt es auch leider gar nichts, was Sie noch sagen können. Es gibt aber etwas, was ich tun könnte. Ja, genau. Ich weiß, was ich mache. Sieh mal an. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie ein neues Opfer gefunden haben. Was meinen Sie damit? Ich habe gehört, dass Sie wieder eine neue Freundin haben sollen. Das heißt, dass Sie wieder eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Verschwinden Sie. Ihnen sollte man wirklich ein V für Vergewaltiger auf die Stirn brennen, damit jede Frau gewarnt wird, die sich von Ihnen angezogen fühlt. Wissen Sie was, Mason? Mein Privatleben geht Sie nun wirklich einen Dreck an. Mir wurde in dieser Stadt schon genug geschadet. Ich denke, Sie sollten endlich Ruhe geben. Da habe ich wohl einen Nerv getroffen. Wieso versuchen Sie nicht selbst wieder eine Beziehung aufzubauen, statt sich um meine zu kümmern? Aber das tue ich, Mr. Nichols. Ich kümmere mich um Ihre Beziehung. Hallo, Rosa. Ist Mr. Capwell zu Hause? Ja, er ist im Wohnzimmer. Könnten Sie ihm bitte sagen, dass ich ihn sprechen möchte? Natürlich. Danke. Da bin ich. Sie wollten mich sprechen? Ja, Sir, richtig. Ich werde Sie nicht erst bitten, sich zu setzen. Oh, das habe ich auch nicht erwartet. Und? Kelly ist wirklich sehr betrübt darüber, dass Sie nicht zu unserer Hochzeit kommen wollen. Das ist mir bewusst. Naja, ich habe gehofft, Sie umstimmen zu können. Das können Sie nicht und ich habe auch keine Lust, mit Ihnen darüber zu sprechen. Das ist eine Sache zwischen Kelly und mir. Nein, ich finde, das geht mich genauso etwas an, Cici. Gewähren Sie mir eine Minute. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Ziehen Sie in Erwägung, Kelly in Ruhe zu lassen? Was verlangen Sie dafür? Oh, bitte sparen Sie sich doch solche Bemerkungen. Was wollten Sie denn vorschlagen? Ich wollte wissen, ob Sie vielleicht Ihre Meinung ändern. Wenn ich noch vor der Hochzeit einen Ehevertrag unterschreibe, indem ich auf Kellys Geld verzichten werde. Sie wollen einen Ehevertrag. Na schön, Robert, wo ist der Haken? Da ist gar kein Haken. Sie dürfen das Dokument vorbereiten, egal wie, und ich unterzeichne es. Interessant. Sie glauben mir wohl nicht. Ich halte das für eine schlaue, leere Geste von Ihnen. Kelly wird das garantiert nicht unterschreiben. Ich könnte Sie möglicherweise dazu überreden. Das ändert auch nichts daran, dass ich... Отношение к свадьбе не изменится. Тогда прошу вас, если объясните, почему вы против нашего брака. Зачем ты меня спрашиваешь? Я просто вас не понимаю. Правда, я не выполнил пару ваших поручений, но разве это так важно? Мы с Келли любим друг друга. Любовь — это всего лишь слово, которое легко произносится. Но жизнь сложнее слов. В жизни слишком много лжи. А как же счастье? Я хочу, чтобы Келли была счастлива. И я все сделаю для этого. Где же здесь ложь? Я не знаю, чего еще может желать отец для своей дочери. Отец может желать, чтобы его зять был уважаемым человеком, и он бы мог гордиться им. А тобой я не могу гордиться. Сможете, если дадите мне шанс. Вот что я сделаю, Роберт. Я составлю добрачное соглашение, и ты его подпишешь. Это единственное, на что я согласен. Thank you.
Мы найдем платье, которое тебе понравится. Извини, что я такая привередливая. Ты не привередливая. Ты просто очень волнуешься, и я тоже. Больше всего я хочу, чтобы твой отец пришел на свадьбу. И чтобы ты забыла про все наши семейные трагедии. Я тоже этого очень хочу. Мама, я недавно говорила с Идом. По-моему, с ней что-то не так. А что она сказала? Дело не в том, что она сказала, а как. Но может, я просто все придумываю? Нет, это так. Но в чем же дело? Я так рассчитывала на ее поддержку. Она сказала, что желает мне счастья. Ты можешь на нее рассчитывать. Она... С ней что-то происходит? Да. Дело не в тебе и не в свадьбе. Тогда в чем? Тебе не о чем беспокоиться. С ней все будет в порядке. Все хорошо. Привет, Роза. Отец звал меня. Где он? Он сейчас спустится. Спасибо. Я его подожду. Старая хитрость с Магометом и горой. Мейсон, я хочу попросить тебя об одолжении. Да, конечно. Я уже говорила это раньше, но без толку. Я хочу, чтобы ты понял. Я прошу тебя, не вмешивайся, не поднимай больше вопрос о нашей земле. Ничего не понимаю. Роза, я это делаю ради тебя. Не сомневаюсь, но и твоя корысть в этом тоже есть. Если ты обнародуешь эту информацию, свадьба Келли сорвется. А я этого не хочу. Боюсь, уже поздно. Ты можешь это остановить. Пожалуйста, сделай что-нибудь. Ты ведь можешь изъять тираж. Это нарушает твои права. Роза, ты работала на него, доверяла ему и любила его, а он в ответ обманул тебя. Почему ты настаиваешь? Я ведь этого не хочу. Зачем ты взялся за это? Тебе это доставляет удовольствие? Нет, Роза, это очень больно. Я и не знала, что ты можешь быть таким упрямым. Меня это пугает. Почему это пугает тебя? Нельзя вершить судьбы других людей. Мейсон, я никогда ни о чем не просила тебя. А сейчас прошу только об одном. Брось это дело. Прошу тебя. Пожалуйста. Можешь не здороваться. С каких пор нам надо что-то друг другу говорить? О, было время, когда нам не нужны были слова. Мы обходились языком жестов. Похоже, ты все-таки внял моему совету и собираешься уехать. И не мечтай. Тогда зачем тебе рекламный проспект? Ты проницательна. Да, я действительно собираюсь попутешествовать. Ведь у нас с Келли будет медовый месяц. Майорка. Руба, Сейшелы. Знаешь, говорят, что с любимым рай в шалаше можете поехать на Кубу. А ты считаешь, что уже пора планировать, где вы проведете медовый месяц? А почему бы и нет? Потому что в любой момент Келли может узнать о тебе правду, и медовый месяц не состоится. Квин, слишком многие знают, кто ты такой. Слишком многие не хотят вашей свадьбы. Ну же. Давай лучше уедем отсюда вдвоем. Ненадолго. Пусть о нас все забудут. Мы расслабимся, полежим на пляже, отдохнем. Наберемся сил. По-моему, ты совершенно потеряла рассудок, Флейм. Мне казалось, что раньше ты была умнее. Мой дорогой, ты тоже ведешь себя странно. Планируешь свадьбу, которой не будет. Все пройдет отлично. Нас Келли без проблем поженят. Вот увидишь. Ты слишком самоуверен. Вспомни про свой секрет. А кто-то наябедничает. Не ты же? Нет, мне это не нужно. А вот Крэг с Джулией с удовольствием окажут тебе такую любезность. Не думаю, что они что-нибудь скажут. Интересно, почему? Подумай сама. Во-первых, они не хотят рисковать счастьем Келли только для того, чтобы свести со мной старые счеты. Счеты? Ты, я?
Какое мне до тебя дело? Я люблю Келли. Джулия знает, что я люблю Келли, и Крэг тоже. Они не хотят, чтобы Келли снова было плохо. И ты правда веришь, что Келли влюблена в тебя? Я знаю, что Келли любит меня. Это что угодно, но не любовь. Ты просто не можешь смириться с тем, что я люблю Келли, правда? И ты скажешь и сделаешь что угодно, чтобы убедить себя, что я вернусь к тебе. Мне ничего не надо делать, потому что ты сам скоро это поймешь. Ты поймешь, что я единственная женщина, которая любила и понимала тебя. У нас был секс. Хороший секс. Но и только. Не обманывай себя. Ты говоришь, что любишь Келли. Но есть только один способ доказать это, Квин. Это убраться к черту из ее жизни. Как можно скорее. Ну как? Ей понравились платья? Какая тебе разница? Не злись. Если бы мы разрешили этот конфликт по поводу свадьбы Келли, и ты одобрил бы ее, может, я бы и не злилась. Дорогая, я делаю то, что считаю лучшим для нашей дочери. Извини, я не могу пойти против себя. Извини. Привет. Здравствуй. Ты меня позвал посмотреть на любящих супругов? Тебе нужны свидетели? Я даже не знал, что ты здесь. Эта проблема с Келли действительно мучает тебя, да? А ведь ты сам можешь все изменить. Никогда не поздно пойти на компромисс. Не учи меня, как мне себя вести. Я тебя не для этого позвал. Тогда для чего? Я хочу, чтобы ты составил добрачное соглашение между Келли и Робертом. Значит, ты решил принять этот брак? Ты меня все же послушался? Не дождешься. Ай, привет. Привет. София ушла? Только что. Я и не слышала, как ты вошел. Как эскизы? Не очень. Мне не понравилось ни одно платье. Черт, а я думал, она принесла самые шикарные эскизы. Просто я очень привередливая. Мама была так терпелива со мной, и я ее совершенно замучила. Уверен, что она все понимает. Я хочу сказать, что на свадьбе все должно быть, как ты хочешь. А где ты был? Я был в оазисе. Правда? Готовил маленький сюрприз. Сюрприз? Только не спрашивай, какой. А то я все разболтаю. Хочу, чтобы ты обрадовалась. А он больше корзинки для хлеба? Ее глаза были голубыми, как лен. На щеках пылал румянец цвета зари. Ее грудь белее бутона розы, распускающегося под солнцем и дождем. Ты не любишь Лонгфеллоу? Это мой самый любимый поэт. Это хороший поэт, но не совсем в моем стиле. Мне больше нравится Льюис Кэрролл, его стихи. Прочитай мне что-нибудь. Хорошо, вот, например. «Мы судим, а я выношу приговор», — сказала королева. «Я рассмотрела твое дело и приговариваю тебя к смертной казни». Квин, это ужасно. Почему ты вспомнил именно их? Сама знаешь, дорогая. Видишь ли, я собираюсь убить тебя. Бедная девочка, даже фантазии мерзкие. Привет. Привет. Минута в минуту. Не могу не быть пунктуальным. Может, ты сможешь мне помочь? О, и не подумаю. Надо послушать автоответчик. Если нет ничего срочного, я свободна. Здравствуйте, это доктор Фоксфорд. И, пожалуйста, оставьте свое сообщение после сигнала. Денис, это Джулия. У меня тут кое-что случилось. Похоже, я не смогу прийти завтра. Извини, что поздно предупредила.
Большинство твоих пациентов – женщины? Да нет, примерно поровну. Это одна из очень умных пациенток. Она адвокат. Интересно. Ладно, вернемся к нашим делам. Ты голодна? Если да, что именно ты хочешь? Я много чего хочу. Но если ты имеешь в виду ужин, то давай пойдем в другое место. Хорошо. Мне все равно, что есть. Ты лучше знаешь окрестности. Может, сама выберешь, куда пойти? Хорошо. Может, к тебе домой? Нет, нет. Не думаю, что это удачная идея. Забавно. Не ожидала. Неужели, Ник, у тебя есть причины, чтобы не приглашать меня к себе? Ну вот, подпись, печать. Ты даже не прочел договор? Нет, по-моему, это стандартная бумажка. Если мне плевать на деньги Келли, зачем вдаваться в детали? От того, что ты подписал договор, наши отношения не изменились. Сиси, я знаю, вы против этого брака. Ты совершенно прав. Сиси, почему ты не даешь ему договориться? Спасибо, София. Вы все это уже слышали. Кроме того, что раньше я собирался уехать из Санта-Барбары. Так почему же ты остался? Из-за Келли. Когда я увидел ее в Вашингтоне, я хотел попрощаться, но не смог. Я так нуждался в ней. Я остался из-за нее. Это совершенно изменило мою жизнь. Я понял, как мы друг другу необходимы. Если отбросить твой напыщенный стиль, ты просто сыграл на ее уязвимости. Она была благодарна тебе за поддержку, а ты воспользовался ситуацией. Неправда. Келли счастлива со мной. Это не просто благодарность. Она правда любит меня. Если ты повторишь это 100 раз, может, ты в это и поверишь, но не я. Мне плевать, верите вы в это или нет, Сиси. Меня интересует только счастье Келли. А вы этому мешаете. Неужели? Я мешаю. Да, сэр, мешаете. Я знаю, как важно для Келли ваше согласие. Она хочет, чтобы вы были на ее стороне, чтобы вы были посаженным отцом. Может, вы на время забудете о неприязни ко мне? Не слишком ли многого ты хочешь? Только чтобы вы передумали. Можете не любить меня, но пожалейте свою дочь, учитывая, как важно для нее, чтобы вы были на свадьбе. Именно этого хочет Келли. Но прийти на свадьбу значит признать, что я ее одобряю. Одобряю самую большую ошибку Келли. И не надейся на это. Но ради нее. Я не буду веселиться на твоей свадьбе. Вы несправедливы ко мне, сэр. Я бы очень хотел доказать, что у меня самые честные намерения. Честность тут ни при чем. Тогда в чем же дело, сэр? В том, какой ты на самом деле. А я считаю, что ты пустое место. Мне жаль, что вы так думаете. Не буду больше отнимать у вас время. София? До свидания. Может, он изменился? Люди ведь меняются. Нет. Он не изменился, София. Я знаю, кто он. И я уверен, что он разобьет Келли сердце. Я просто не могу пригласить тебя к себе в гости. Может, из-за той женщины, которая подошла к телефону? Это женщина, всего лишь любопытная соседка. Да-да. Ты что, ревнуешь? Нет, конечно. Просто не хочу связываться с мужчиной, у которого уже кто-то есть. Послушай, тебе не о чем беспокоиться. Я свободен. Я говорил, что у меня никого нет. Тогда почему же ты не позовешь меня к себе? Там грязно, жуткий беспорядок. Везде раскиданы вещи, грязная посуда. Это не имеет значения. У тебя сложится обо мне неправильное впечатление. Вообще-то я довольно аккуратный, просто я очень занят. Я не хочу, чтобы ты считала меня неряхой. Я и не собираюсь.
Ну хорошо, пойдем в другое место, скажем, в итальянский ресторанчик на пристани. Подожди. Мы пойдем, куда ты скажешь. Но кажется, ты обиделась на меня. Ну, может, чуть-чуть. Но только потому, что ты отказался. Привет. Ты меня снова удивил. Будет еще лучше. Ник, нет. Никаких нет, я только начал. Я сказала нет. Слушай, Флейм, нас с тобой ничего не связывает. Но если у тебя есть какая-то информация, которая помешает их свадьбе, скажи мне. Я тебе уже все сказала, Крэг. Если ты мне не веришь, это твои проблемы. Да, это проблема. Тебе трудно поверить. Может, все-таки постараешься? Пока еще не поздно. Я думал, ты уже ушла. Еще нет, я рада, что ты здесь. Думаю, тебе это будет интересно. Что это? Проект обвинений, который я готовлю для суда. Среди прочего, я обвиняю Квина в соучастии в убийстве своего брата. Что-то не так? Да, ты так странно прикоснулся ко мне. Тебе неприятно? Нет, приятно. Просто... Что? Просто я очень люблю тебя. Фильм озвучен компанией «Лайко» Санкт-Петербург по заказу РТР в 2000 году.